Diese Menschen erklären den Homo sapiens für lebensunwertes Leben. Das ist nicht rechtens, was die da machen. Das ist absolut Grundgesetz- und Menschenrechtswidrig. Und der nächste Schritt nach dem Internet der Dinge ist das Internet der Körper. Das ist Hybris, das ist Größenwahn, das ist Unmenschlichkeit. Vielleicht ist das der Antreiber für uns als Menschheit. Mit dem Herz und dem Fühlen ist das, glaube ich, das Einzige, wie es machbar ist. Denn da merken wir einfach, dass wir miteinander verbunden sind. Und umso stärker wir miteinander verbunden sind und dieses Zusammengehören, dass wir gemeinsam stark sind, auch wiederentdecken. So, wunderschönen guten Abend. Wir sind hier in unserer Verfassung im Gespräch und haben heute Abend ein besonderes Thema. Und zwar den WHO-Vertrag, der jetzt gerade in der Mache ist. IHR, das musst du nochmal übersetzen, lieber Eduard. Das sind internationalen Gesundheitsvorschriften. Genau. Und die Streichung der Würde aus dem WHO-Vertrag. Also so, das dürften ganz grob so die Themen sein. Mal gucken, was nachher wirklich die Themen waren und wo wir uns dann haben einhaken und breitschlagen lassen können. Okay. Könntest du mal anfangen, Eduard, einfach ein bisschen zu berichten? Ja, gerne. Also die WHO ist jetzt gerade dabei, ihre Kompetenzen erheblich auszuweiten. Und die Ausweitung besteht mit zwei Regelungen. Einmal die bereits bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften, abgekürzt IHR. Und dann geht es um eine Erweiterung des schon bestehenden sogenannten Pandemievertrages, wo die EU, die WHO-Mitgliedstaaten im Grunde vereinbaren, wie sie jetzt die Gesundheitsfürsorge, insbesondere jetzt die Pandemieprävention, regeln. Und da sieht man jetzt seit den Corona-Maßnahmen, sieht man da Defizite oder möchte die insbesondere die Pandemiebekämpfung besser regeln? Also sind vordergründig durchaus hehre Absichten hier vorhanden, wenn man denen glauben darf. Und jetzt sind die Regelungen, die da kommen sollen, wohl so stark, was die Kompetenzen der WHO, die sie bekommen soll, ausgelegt, dass hier aufmerksame Gemüter ziemlich stark erschrecken. Ja, und die ganze Geschichte ist schon lange, wird eigentlich schon lange im Prozess, und jetzt gibt es einen sogenannten Vorentwurf. Da liegt jetzt im Entwurf, also ein Schreiben, die Regelungen liegen als Vorentwurf jetzt vor, und die sollen jetzt Ende Mai, genau vom 21. bis zum 30. Mai, sollen die neu beraten werden, im Grunde schon in ein finales Stadium gebracht werden, die dann aber erst im Mai nächsten Jahres 2024 tatsächlich de jure in Kraft treten sollen. Das ist so die Vorgeschichte. Ja, und im Grunde ist so, ja, wir haben ja mit den Corona-Maßnahmen neu gelernt, dass immer mehr Kräfte, die außerhalb unseres kleinen Machtbereichs liegen, dass immer irgendwelche Kräfte immer intensiver und konkreter Einfluss auf unser kleines privates Leben nehmen oder haben. Ja, und wir haben das Gefühl, ja, wir stehen da überrascht oder ziemlich fassungslos davor. Auf jeden Fall haben wir auch das Gefühl, dass mit Demokratie nicht mehr viel zu tun hat, was hier läuft, weil für viele erleben das als Erniedrigung und Entmündigung. Ja, und ich habe auch persönlich den Eindruck, dass das, was unsere Regierung, egal welche Partei, die gerade hier dran ist,
dass die, was früher gerne auf die EU abgewälzt worden ist, ne, jetzt auch zusätzlich an unangenehmen Themen an die WHO in Zukunft abgewälzt werden kann. Und das sind eben die drastischen Maßnahmen, insbesondere drastische Maßnahmen, die wir die letzten 3 Jahre erlebt haben. Ne, also einsperren, aussperren, der direkte oder indirekte Zwang zum Impfen, und alle Be die die dieser dieser dieses Ausrufen dieses Gesundheitsnotstandes mit all seinen Begleiterscheinungen, das soll jetzt in die Hände ein mehr oder weniger allein in die Hände der WHO gelegt werden. Und es ist nicht, das muss man auch betonen, es ist nicht die WHO, die das macht, sondern es sind die WHO-Mitgliedstaaten, die das befeuern. Ohne Mitgliedstaaten kommen diese Regelungen ja nicht zustande. Und es sieht so aus, als wenn sich die Mitgliedstaaten durch diese Regelungen eben selbst ihre Prärogative, ihre Hoheitsgewalt im Gesundheitsbereich entledigen. Also für jemand, der ein bisschen Wert auf Grundrechte legt, auf Persönlichkeitsrechte, auf die eigene Freiheit, insbesondere über seinen eigenen Körper, über seine eigene Gesundheit zu bestimmen, ja, wird schwer verständlich, was hier gerade abläuft. Mir hat sich gleich die Frage gestellt, kann etwas in Kraft treten, was verfassungswidrig ist? Ja, die Frage ist mit Ja und Nein zu beantworten. Nein, weil sie ganz klar gegen, also ganz fundamentale Verfassungsgrundsätze verstößt. Und aber wir und nein, weil wir ja gesehen haben, dass in den letzten 3 Jahren insbesondere, wie welchen Wert unsere Grundrechte haben. Ja, und zwar nicht, da war die WHO ja zwar maßgeblich, aber trotzdem nur am Rande beteiligt. Deshalb am Rande, weil eben bisher unsere eigenen Regierungen bestimmt haben, wie mit unseren Grundrechten umgegangen wird. Und dann sieht man auch ein Konglomerat von Kräften, von Institutionen, die hier scheinbar mit einer Stimme alle zusammenarbeiten. Und da ist ja viel an die Oberfläche gekommen, was im Grunde für aufmerksame Gemüter unglaublich, eigentlich unglaublich erscheint nach wie vor. Also man muss sich jetzt, wir müssen uns die Frage stellen, was in der derzeitigen, was vielleicht auch ist das der Zeitgeist, weil das Ganze läuft ja global, welchen Stellenwert sowas wie Menschen und Grundrechte überhaupt noch haben. Das ist eine grundsätzliche Frage, die wir hier stellen müssen. Da gibt es gibt die Behauptung, dass die Würde des Menschen aus dem WHO-Vertrag gelöscht werden soll. Also der Artikel zur Würde des Menschen oder der Begriff der Würde des Menschen. Sowas Ähnliches haben wir in der EU, da wird sie noch erwähnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber es ist niemand verantwortlich, für sie einzutreten. Also im deutschen Grundgesetz heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In der EU heißt es nur noch, sie ist zu achten und zu schützen. Das heißt, es ist der Verantwortliche nicht mehr genannt. Und es ist, ich habe gehört, dass in der WHO, in dem anstehenden WHO-Vertrag, der Begriff der Würde des Menschen oder der Hinweis auf die Würde des Menschen vollständig gelöscht werden soll. Und das ist natürlich, damit wäre gewissermaßen die Sache in jeder Weise unannehmbar und jedes Unterzeichnen eines Politikers wäre ein verfassungsfeindlicher und unter Umständen ja ein verfassungsfeindlicher Akt. Verfassungswidriger, verfassungsfeindlicher Akt. Ja, in der Tat, gegen diese formale Wertung, auch strafrechtlicher Art,
kann ich, muss man durchaus zustimmen. Ja, da gibt's ein, da, das ist durchaus ein strafrechtlich relevanter Vorgang nach unserem Recht. Allerdings, wir haben jetzt auch in den letzten 3 Jahren erlebt, dass eben solche Verstöße zu keiner Sanktionierung führen. Im Gegenteil, dass eher die Sanktionen zu erwarten haben, die solche Verstöße anklagen. Ja, wir haben also massenhaft Fälle von politischer Verfolgung auf die Art und Weise in der Bundesrepublik seit 3 Jahren. Ja, und es ist tatsächlich so, dass dieser Vertrag, das vorgesehen ist, wir sprechen ja noch nicht von vollendeten Tatsachen, dass sowohl in den internationalen Gesundheitsvorschriften als auch in diesem sogenannten Pandemievertrag, dass es da jetzt voll stringent in unsere, dass da voll in unsere, in die Würde, in die Menschenwürde eingreift, in die Menschenrechte, also in die Grund- und in die Grundfreiheiten. Und das ist im Artikel 3, glaube ich, so vorgesehen. Da ist Ähnliches ausgeführt. Und was natürlich auch tangiert ist, das sind in diesem Zusammenhang die Bestandsgarantien für verfassungsrechtliche Grundsatzentscheidungen. Also 79 Absatz 3 Grundgesetz wäre das. Ja. Und das so Kannst du den sollte. Wortlaut? Kannst du den Wortlaut sagen, zufällig? Jetzt um die, ich kann es jetzt sinngemäß sagen, um die Ewigkeitsklausel, Klauseln im Grundgesetz. Und die sind, Ewigkeit heißt ja, dass sie die absolute rote Linien bilden. Ne, für Einschränkungen, für Freiheit, für Einschränkungen, naturrechtliche Einschränkungen. Also ich erkläre das ganz kurz. Artikel 79 Absatz 3 sagt, dass Artikel 1 und Artikel 20 Ewigkeitsgültigkeit haben, also nicht geändert werden können. Und in Artikel 1 ist die Würde des Menschen im Zentrum, dass die im Zentrum der Politik steht und damit auch die Grundrechte gewissermaßen vorrangige Rechte sind vor allen anderen. Das steht in Artikel 1 unter anderem. Und in Artikel 20, dass wir Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat sind. Und zwar richtige Demokratien, richtiger Rechtsstaat und richtiger Sozialstaat. Das steht in Artikel 20 und das nennt man die Staatsstruktur, die Artikel 20. Das erste sind die Menschenrechte oder die Grundrechte, die Artikel 1 und die Artikel 20 sind die Staatsstruktur. Und man versucht auf dem Wege der Abgabe der Souveränität, das machen unsere Politiker, geben permanent unsere Souveränität an Institutionen ab, die gerade weder die Menschenwürde im Zentrum stehen haben, noch Demokratie. Das ist schon bei der EU der Fall. In der EU ist die EU ist keine Demokratie. Das ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die Parlamentarier haben überhaupt keine bedeutenden Rechte dort, sondern es wird alles von hinten bestimmt, inklusive die Chefin der EU. Die hat niemand je gewählt. Die ist einfach so da reingesetzt worden und so weiter. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und durch die Abgabe der Souveränität der Politiker an die Souveränität, an nicht demokratische und in keiner Weise legitimierte Institutionen, wird gewissermaßen das Grundgesetz ausgehebelt, ohne dass man formal sagen muss, die Ewigkeitsgültigkeit von Artikel 1 und Artikel 20 ist nicht mehr vorhanden. So ungefähr könnte man sich das vorstellen. Ja, unbedingt, ne, unbedingt. Erstens ist ja mal die eigentümliche Sache, dass der Generaldirektor der WHO allein entscheiden kann. Das ist schon mal so eine Besonderheit, sehr bemerkenswert, ob er jetzt eine Pandemie ausruft. Und man muss auch sagen, die sämtliche Hürden sind ja runtergesetzt worden, Pandemie. Da brauchen wir keine Todesfälle mehr. Ja, Infektion haben sie auch runtergebeamt, dass praktisch jede Abweichung von einem gesunden Zustand im Grunde, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, als sogenannte Pandemie bezeichnet werden kann. Die Leute haben immer noch die spanische Grippe mit vielen Toten im Kopf und die arbeiten da auch begrifflich von der Bedeutung her mit ganz anderen
sind da in ganz anderen Kategorien. Und da passt auch dazu, wenn man jetzt die Kategorie Würde des Menschen nimmt, ne, dass die wirklich bewusst rausgestrichen wird. Und du hast ja vorhin angesprochen, dass in der EU ähnliche Vorgänge laufen. Ja, und die EU ist ja uns schon eigentlich ziemlich nah. Da gibt's ja ein Parlament, und da gibt's ja irgendwo, müsste es eigentlich noch sowas wie eine Grundrechtsbindung geben, zumindest für unsere Politiker. Und die Kommissionspräsidentin, wissen wir ja, die kommt ja aus unserem Stall. Und jetzt wird die, ich komme gleich, kommt die Würde einfach ganz gestrichen und zum Beispiel ersetzt wie mit Begriffen wie Inklusion oder Gleichheit. Und das ist eigentlich eine ganz klare Verwässerung der Prinzipien unserer Menschenrechte. Also es geht nicht nur um die Grundrechte, sondern es geht hier um eine Verwässerung unserer Menschenrechte. Ich möchte da gerade. Hey Ralf, ich würde aber gerne mal noch ganz zurückspringen. Ich möchte, weil genau, aber was Interessantes gesagt. Ich habe es gesehen, aber ich wollte jetzt gerade, damit man das klar im Kopf hat. Inklusion und Gleichheit. Im Grundgesetz ist es die Freiheit der Entfaltung der Persönlichkeit im Zentrum. Nur damit man das weiß, Artikel 2. Und Inklusion und Gleichheit. Aber jetzt ist Melanie dran. Stefanie. Entschuldigung. Ich hoffe, mein Hund fällt jetzt nicht so arg dazwischen. Du hast vorhin gesagt, ja und nein. Nein, die Antwort muss eigentlich klar ausfallen. Wir sollten uns nicht auf diese Diskussion einlassen, dass es auch ein Nein, es ist, ja, es wird in Kraft sein könnte. Ja? Weil damit gehen wir ihren Weg. Wir diskutieren mit ihnen. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren, meines Erachtens. Es ist für mich ganz klar, dass es ein Nein, es kann nicht in Kraft treten. Und wenn's ihr hört mich nicht mehr, gell, wegen meinem Hund. Ich sag's nachher, macht weiter. Ja, da bekräftige ich gerade das klare Nein, ne? Da stimmen wir sicherlich alle zu. Aber ich habe das Ja eigentlich mit der im Moment, mit der gegenwärtigen formalen Zustimmung, ne, bejaht, ne, mit der ich natürlich nicht einverstanden bin. Logischerweise. Weil das hat ja nichts mehr mit Recht zu tun. Das ist, wie wir es jetzt auch schon die letzten 3 Jahre erleben, eine Legalisierung des Unrechts. Und jetzt haben wir eine Legalisierung des fundamentalen Unrechts oder eine fundamentale Legalisierung des Unrechts, wie man es auch sehen möchte. Es gibt ja aus dem Dritten Reich, nach dem Dritten Reich, den sogenannten Nürnberger Kodex, der besagt, dass jeder Mensch das Recht auf die Integrität auch seines Körpers hat und nicht zu versuchen und so weiter gegen seinen Willen zu versuchen und irgendwas zu verwendet werden kann. Der ist in der Pandemie absolut schon, ich will mal sagen, unterschritten worden oder aufgelöst worden. Und das Problem der WHO ist, die WHO will eine Allmacht haben, wenn irgendwo etwas ist, was sie zur Pandemie erklärt. Da muss man halt auch dazu sagen, dass die Definition der Pandemie inzwischen auch sehr aufgelöchert ist und so weiter und so fort. Sollen die Menschen kein Recht haben, selber zu bestimmen, weder die Staaten noch die Menschen. Und da wird, ich will mal sagen, die Würde der Staaten oder die Souveränität der Staaten und die Souveränität und Würde der Menschen muss außer Kraft gesetzt werden, um, ich will mal sagen, diesen Allverfügungsanspruch durchzusetzen zu können. Sonst kann man sie nicht alle abspritzen. So ungefähr kann man sich das vorstellen vielleicht. So, und jetzt würde ich gerne noch das vollenden, was vorher nicht ging. Ich würde die Leute gar nicht verunsichern. Wir wissen, dass es nicht rechtens ist, dass es nur gemacht wird als Ob. Aber wenn wir sagen Ja und Nein, gibt es Leute, die denken, oh, vielleicht ist es doch rechtens. Es muss eine ganz klare Botschaft sein, das ist nicht rechtens, was die da machen. Das ist absolut Grundgesetz- und menschenrechtswidrig. Und verfassungswidrig, ja. Also auf allen Ebenen. Und das muss eine absolut klare Botschaft sein. Und ich denke, auch da müssen wir weg von dem, ich weiß nicht, ob man es eben gehört hat, dass ich gesagt habe, von dem denen ihren Themen hinterherrennen. Klar müssen wir jetzt was machen, aber ob wir das Ding stoppen können, ist die Frage. Das Schöne an UV, also unsere Verfassung, finde ich ja, dass es, selbst wenn alles den Bach runtergeht,
hinterher auch noch funktioniert. Also auch wenn die all das gemacht haben, funktioniert es noch. Ja? Es ist immer ein Problem der Durchsetzbarkeit in zwischenstaatlichen und gesamtstaatlichen Sachen. Da gibt es keine Instanz wie die Reichsbürger, die meinen, da müssen sie nur den richtigen Richter finden und der setzt sie dann in ihre Rechte rein. Ja? Das ist immer ein Kampf. Aber prinzipiell müssen die Leute wissen, dass wenn sie das ablehnen, dass sie auf der richtigen Seite sind. Aber ich wollte dir zu ganz Beginn noch eine Frage stellen. Du hast interessanterweise gesagt, das geht ja von den Staaten aus. Das war mir jetzt noch nicht so klar. Was glaubst du, warum das von den Staaten ausgeht? Und von welchen geht es aus? Ja, also wenn man solche Fragen beantworten will, ist man schnell in dem Bereich Verschwörungstheoretikern. Aber da gibt es einen einfachen Grundsatz, der schon vor Corona gegolten hat. Und dieser Grundsatz, also dieses oder dieser ein sehr effektiver Hinweis, wenn man solche Fragen beantworten möchte, ist eigentlich ganz einfach und kurz zu nennen: Folge dem Geld. Ja, und das heißt, es lohnt sich wirklich, bei der WHO mal nachzuschauen, wer die finanziert. Ja, und dann könnte es sein, dass so manche Verschwörungstheorie, also dass man sich da plötzlich mit solchen Theorien wieder in der Realität wiederfindet. Warum tun eigentlich die Deutschen so viel finanzieren? Was glaubst du? Ja, also wir erleben ja unsere Politiker natürlich als seriös und integer, ne, nur ihrem Gewissen unterworfen. Nur wenn man dann irgendwann mal den Verdacht bekommt, den starken Verdacht bekommt, dass da kein Gewissen mehr da ist, ne, und nochmal auch bei unseren Politikern mal nachschaut, in welchen Kreisen sie so verkehren, ne, dann kommt man auf Netzwerke. Auf Netzwerke und NGOs, alle mit englischem Namen. In der Bundesrepublik gibt es da weit über 30 von solchen Gruppen oder Vereinen oder die haben alle, und da verkehren unsere führenden Politiker drin. Ne? Also das ist Fakt und das ist jetzt keine Theorie mehr. Also zumindest ich habe die entsprechenden Nachweise hier, schön recherchiert, wo zum Beispiel in der Herr Özdemir unterwegs ist, ne? Der ist in 4 solcher Clubs unterwegs, die nennen sich transatlantische, das sind so transatlantische Schmieden. Das sind nicht nur die Young Global Leaders ich hab's, mein persönlicher Eindruck ist, dass unsere Politiker dort die Lieder lernen, die sie dann im Kreis ihrer Partei singen und dafür sorgen, dass ganz bestimmte Dinge hier abgestimmt werden, ganz demokratisch natürlich. Da kriegt das Wort Young Global Leader, das Global Leader, eine ganz andere Bedeutung. Ja. Wer diese Lieder singt, ist Leader. Ja, genau. Ja. Also ich denke, also meine persönliche Theorie, unabhängig jetzt, passt sehr schön rein in das, was jetzt hier mit der WHO passiert. Ist meine persönliche Meinung, da muss niemand folgen. Ganz kurz und knapp, wir werden von einem überstaatlichen Betriebssystem regiert oder die Entscheidung, unsere demokratisch getroffenen Entscheidungen in unseren Parlamenten, die sind präjudiziert durch ein überstaatliches Betriebssystem. Und da ist die WHO im Moment im Bereich der Gesundheitspolitik eine ganz, ganz dicke Säule davon. Und im Grunde kann man es noch kürzer sagen, Governance dominiert Government. So etwa, das ist also ganz verkürzte Erklärung, die in das die... Das mal auf Deutsch. Also Governance, das ist eben, das sind... Betreuung. Nein, das ist, ja, das sind politische Vorgänge von Gruppen außerhalb von Parlamenten, genau. mit sehr starkem Einfluss auf Politiker und natürlich indirekt dann auf Parlamente. Mhm. Also es ist praktisch im Grunde sowas wie ein starker Lobbyismus in demokratische Entscheidungen. Eine Gouvernante ist eine Betreuerin. Ich mag da das schwierige Wort Kooperatismus, auch wenn ich immer stolpere. Kooperatismus. Kooperatismus, ja, genau. Genau. Nein, aber es ist sogar eine Form
Konstitutionalismus, ne, ist es, ja, genau. Konstitutionalismus, Und okay. Das bedeutet, dass hier Regeln bestehen, die nirgends geschrieben sind, so wie es eigentlich, wie wir es aus dem römischen Recht gelernt haben, ne? Ja, Aber und überstaatliches Betriebssystem finde ich einen wunderbar neutralen Begriff, den heute jeder kapieren kann. genau, und das kann man sich genauso vorstellen, wie das Betriebssystem eines Computers funktioniert. Genauso. Und dann, und die Auswirkung ist, dieser Begriff Governance, also private Regierungen sind das, kleine Regierungen, Parlamente in verschiedenen, die aus sogenannten NGOs, also aus Vereinen, Clubs bestehen. Ich nenne ein paar Beispiele, Chatham House oder Council of Foreign Relations oder der berühmte Roundtable. Und in Deutschland, der einzige, der in Deutschland einen einigermaßen aussprechlichen Namen hat, das ist zum Beispiel die Atlantikbrücke. Aber die, die jeder kennt, haben bestimmt keine Macht, gehe ich mal davon aus, so ganz spekulativ jetzt. Auf jeden Fall ist es zu beobachten, dass es kaum einen Politiker gibt, der in diesen Netzwerken nicht unterwegs ist. Und komischerweise die, die recht agil sind in dem Bereich, die sitzen an den Spitzenplätzen. Das sind bei uns führende Politiker. Und Nein, diese ich nehme Atlantikbrücke sind alle Journalisten praktisch, alle ja, namens das ist Journalisten. vorwiegend wahrscheinlich Journalisten drin, aber das zeigt schon wieder, dass da wirklich eine wirklich fruchtbare Verflechtung zwischen verschiedenen Leuten besteht, die mit unseren Parlamenten und deren Entscheidungen nichts mehr zu tun haben. Der Klaus Schwab von WEF, vom World Economic Forum, hat das ja deutlich gesagt. Wir penetrieren die Regierungen. Geiles Wort. Ja. Und sind stolz darauf, dass ein Großteil der Politiker in den Staaten als Young Global Leaders bei uns ausgebildet worden sind. Ja, aber das sind nicht nur die Young Global Leaders. Diese Schiene läuft mit anderen Einrichtungen, ja, die Genau. läuft, die ist ubiquitär mittlerweile in der Mit Politik. offiziellen Idioten wie dem Herrn Lauterbach. Der ist kein Young Global Leader, der ist ein Old Idiot. Den wollte Ja, keiner. also ganz interessant ist ja, kann man sich vielleicht auch gut merken, Weisheit von Niccolò Machiavelli, ne, der hat die Borgias studiert, ist schon lange her. Und es war praktisch, was meinst du, es geht der erste Politologe, der sich da der den Kopf zum Fenster rausgehalten hat. Deswegen, jeder, der was Schlimmes macht oder sagt, ist ein Machiavellist, also ist ein Schimpfwort geworden. Was hat er gemacht? Er hat eben die Borgias beobachtet und denen ihre Machenschaften in Form von Machterhalt und Macht generieren. Und der hat gesagt, wenn du Macht haben willst, also wir reden jetzt von politischer Macht, und das ist das, was die WHO gerade mit den Menschen, die will jetzt gerade die Macht global über Menschen im Gesundheitsbereich übernehmen, ohne dass irgendwelche Rechtsmittel möglich sind oder irgendjemand widersprechen könnte. Der hat gesagt, wenn du Macht haben möchtest, dann als Person, dann darfst alles tun, aber du darfst nicht auf der Bühne stehen. Also Umkehrschluss, alle, die wir auf der Bühne sehen, haben keine Macht. Das heißt aber, irgendjemand hat sie ja. Und das sind dann andere Leute. Das sind vielleicht diese Leute, die die WHO bezahlen, finanzieren. Aber nicht mal die, weil die sind ja auch schon wieder auf der Bühne. Und dann gilt wieder der Spruch, denke ich mal, folge dem Geld und du kommst wesentlich weiter wie mit akademischem Wissen. Stefanie? Ich glaube nicht, dass es nur um politische Macht geht. Ich glaube, das lässt sich gar nicht mehr auseinanderhalten. Also das war bei denen damals Sex and Crime und das ist heute nicht unbedingt, vielleicht ein bisschen zivilisierter, aber auch immer noch drin. Ich finde es sehr augenscheinlich, genau bei dem Wort, dass dieser alte Mensch, nennen wir es mal, ich hätte es gern ein Schimpfwort gesagt, ich tue es nicht, dass dieser alte Mensch das Wort penetrieren an der Stelle verwendet. Das finde ich unanständig, das ist unangemessen. Wenn er schon von dem Vorgang spricht, dann soll er neutral davon sprechen. Aber er spricht mit dieser sexuellen Sprache. Das zeigt mir, dass in den ihren Gedanken die Geschichte durcheinander geht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer in der
Machtelite im Moment nur an politischer Macht, dann hätten die ja Interesse an Entscheidungen und an politisch zu prägen. Haben sie ja nicht. Die geben sie ja gerade nach hinten hin ab. Die wollen nur noch die nackte Macht, die bürokratische Macht, die Macht eines Bürokraten tun und lassen zu können, was sie quasi wollen, unter dem Deckmantel, der ihnen gegeben worden ist. Und das finde ich das Erschreckende daran, dass wir hier irgendwo da ist eine andere Qualität für mich reingekommen in die Sache als zu anderen Zeiten. Und eigentlich die Qualität, die schon immer drin war in der Vergangenheit, wo ich nur dachte, die ist in der Bundesrepublik nicht mehr drin, Gott sei Dank. Nämlich die Qualität eines Nero, obwohl der ja gar nicht so schlimm war. Der hat die Leute ja in Wirklichkeit, das ist ja immer nur ein Gerücht, der hat sie nämlich in seine Palastgärten gelassen, als das Feuer war und hat hinterher dafür gesorgt, dass die Straßen breiter wurden. Er war trotzdem Jeck drauf, ja. Aber für mich ist da genau das wieder reingekommen, wo ich eigentlich dachte, das ist nicht mehr drin. Irgendwo diese Perversion in der Macht. Ja, also da muss man sich aber die Frage stellen. Das finde ich Ach so so, spannend. Entschuldigung, ja, genau. Machtentfaltung hat ja auch damit zu tun, dass man quasi die anderen, über die man Macht hat, entwertet. Das ist ja das Umgekehrte von Demokratie, wo man gewissermaßen dem anderen gegenübersteht und sagt, du bist von gleichem Rang und unsere Begegnung ist gleichwertig und so weiter auf Augenhöhe und ich nehme dich so ernst wie mich. Liebe deinen Feinde oder deine Feinde wie dich selbst oder das Gegenüber wie dich selbst. Also diese ganzen Geschichten, das ist ja gerade bei Machtentfaltung gewissermaßen nicht vorhanden. Und das sehr Interessante an der Geschichte ist, dass das Weltbild zum Beispiel von der WHO, was ich ja jetzt tatsächlich, nein, das Weltbild vom WEF, welches durch den Yuval Harari repräsentiert ist, sehr stark auf der einen Seite und auf der anderen Seite von der WHO natürlich auch getragen wird, ne, dass der Mensch ein Wesen ohne Eigenrechte ist und so weiter und so fort und von außen zu steuern ist. Der Yuval Harari hat ja sogar gesagt, es gibt keine Würde des Menschen, und er hat gesagt, es gibt keine Würde des Menschen, und so weiter und so fort. Und dass man jetzt dabei ist, gewissermaßen eine neue Weltordnung aufzubauen, in der die Maschinen und die totale Überwachung und das alles zu organisieren, was da den Vordergrund hat. Und ja, das war so nebenbei meine Bemerkung. Jetzt ziehe ich die Hand runter. Der nächste ist der Eduard nochmal und dann kommt Melanie. Also, ich denke, da müssen wir die Frage stellen, was ist überhaupt politisch? Also, ich denke, das, was die WHO macht, das Politik machen, das war ja meine Aussage vorhin, nicht nur Politiker. Man muss auch gucken, wie diese Entscheidung zustande kommt. Ähnlich wie im Ukraine-Krieg, da reicht es nicht aus, nur zu gucken, ja, wer hat jetzt wen angegriffen, sondern man muss sich auch fragen, wie ist dazu gekommen? Und meine Aufgabe sehe ich auch, darin zu gucken, wie kommt sowas zustande und dann sind wir eben da kommt man in die Beziehungsmuster zwischen verschiedenen Akteuren kommt man rein und dann wird es natürlich kompliziert und es wird in der Tat kaum noch vermittelbar. Und dann noch ein kleines Wort zum Nürnberger Kodex. Ja, da haben wir haben Grundrechte, wir haben einen Nürnberger Kodex, also im internationalen Feld, welche Vereinbarung, die einen völkerrechtlichen Charakter hat, aber die Frage ist, inwieweit sie rechtsverbindlich ist, im Gegensatz zu unseren Grundrechten. Ja. Und dann wir haben ja auf dieser Ebene Völkerrecht oder völkerrechtliche Vereinbarungen, muss ich fragen, sind die wirklich, wie verbindlich sind sie oder haben sie tatsächlich nur Empfehlungscharakter? Und ich vermute, das ist so beim Nürnberger Kodex ebenso, dann haben wir ja noch andere solcher Vereinbarungen, nicht nur den Nürnberger Kodex, sondern auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ne? Ja, und dann haben wir ja noch die Grundrechtscharta der Europäischen Union, dann haben wir noch den Pakt für bürgerliche und politische Rechte und wir haben den Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Ne? Und ja, das haben wir am Anfang schon mal angerissen. Wir haben also einen ganzen Kanon an wirklich fundamentalen Rechten und als die Infrastruktur ist durchaus da, aber die Frage ist, was man mit dieser Infrastruktur gerade macht, ne? Und darüber unterhalten wir uns oder warnen davor oder machen aufmerksam. Melanie. Melanie, ja. Ich wollte nochmal zurückgehen auf Follow the Money. Und zwar, wenn ich jetzt mir das auf die WHO und dann eben diese Machtausbreitung oder diese
Machtübernahme ja eigentlich so anschaue, dann kommt man ja eigentlich gar nicht mehr drum rum, dass es in alle Bereiche geht. Also ich glaube nicht, dass es nur um politische Macht geht oder in einem bestimmten Bereich, sondern dass es allumfassend ist, also so eine Allmacht sozusagen. Und wir wissen ja, dass eben nicht die Bühne stehen, wie das der Eduard vorhin schon gesagt hat, diejenigen sind, die Strippen ziehen, sondern eben andere Hintermänner, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass 80% der Einnahmen gerade von der WHO von privaten Gebern sind, die vor allem aus der Pharmaindustrie und aus Stiftungen von Milliardären kommen und dieses ganze Finanzkapitalgedöns oder diese ganze Finanzkapitalwelt da auch noch dahinter steckt. Und die haben ja überall ihre Finger drin. Es ist ja schon gar nicht mehr nachzuvollziehen, mehr mit wem unter welcher Decke steht, in welcher Stiftung, in welchem Verein. Wurde ja vorhin gesagt, die ganzen Politiker haben irgendwo ihre Verbindungen in die ganzen Lobbys und in diese ganzen Institutionen. Und ich denke, dass es wirklich einfach nur noch privates Kalkül ist, was taugt mir oder was bringt mich vorwärts in diese Machenschaftsstrukturen der eigenen Familien. Jetzt schauen wir beim Habeck rein. Ich meine, er hat ja auch hier ordentlich grünen Dreck am Stecken, sage ich jetzt mal. Und da ist es einfach gar nicht mehr dieses politische Ding, was dahinter steckt. Über die Politik können sie viel umsetzen, was beim Menschen dann ankommt, weil sie da natürlich die Gesetze aushebeln können. Aber das ist nur ein ja, zweckheiligte Mittel, würde ich sagen. Ansonsten interessiert die, glaube ich, das Politische gar nicht so. Die wollen Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen. Also es geht nicht nur darum, na, es geht bestimmt nicht mehr darum, dass die Geld verdienen. Weil die sind reich genug. Ich denke, dass diese Leute sogar in der Lage sind, schaltest du wieder ab, Melanie? Dass diese Leute in der Lage sind, Geld zu drucken. Ne? Der Finanzbereich liegt ja auch in deren Machtbereich. Also sie sind reich genug. Warum könnte es dann noch gehen? Es geht nicht darum, dass die reicher werden, sondern es geht darum, dass sie die allgemeine Bevölkerung, einschließlich der Staaten, verarmen oder verschulden und Verschuldung und Verarmung bedeutet Abhängigkeit. Und dann sind wir wieder bei der Machtfrage. Und das passiert durch Abhängigkeitsketten in der modernen Form, das ist die Softpower. Und dann gibt es noch eine der ausgegebenen Strategien. Und wenn die nicht reicht, dann wechseln wir um zu Hardpower. Ja, und das ist genau der Gestaltungswille bis in den Menschen hinein. Weil ich glaube nämlich, dass immer noch, dass dieses dieser Punkt mit dem Wort, was der da verwendet hat, es gibt ja noch mehr Indizien, dass die bis ins Soziale rein den Mensch ändern wollen. Jetzt nicht nur im Sinne von dem Harari, dem, wie heißt? Penetrieren. Ja, genau. Nein, im Sinne von dem Transhumanismus, sondern eben auch bis in das soziale Gestaltung zwischen den Menschen rein. Es war vor einiger Zeit, glaube ich, im EU-Parlament war es eine Ausstellung, wo Szenen drin waren, die man normalerweise in einem Museum nicht zeigen könnte, aber im Parlament, ich glaube, es war die EU, werden sie gezeigt. Also sexuelle Darstellungen mit Kindern, mit vergewaltigten Kindern. Ja, jetzt ist eine Ausstellung drin, das sind nur irgendwelche komischen, auf die Religion zum Teil losgehenden sexuellen Darstellungen, Fotos von Leuten. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Kunst ist es in meinen Augen nicht. Es ist blanke Provokation, vor allem an dem Ort, weil an so einen Ort gehört es nicht. Es gibt bestimmte Regeln eigentlich, die sich ergeben haben im menschlichen Zusammenleben. Die sind eigentlich ganz sinnvoll. Und die stellen gerade alles auf den Kopf, was diese Regeln angeht. In einem Parlament, das ist ein würdiges Gebäude, dem lässt man auch eine gewisse Würde. Dem Einzelmensch nimmt man die Würde, dem Parlament nimmt man sie auch. Und dieses Gefühl von Eltern, dass die Kinder umerzogen werden, bis in die Körperlichkeit rein, eben mit dem, welches Geschlecht habe ich jetzt und ab welchem Alter möchte ich mich sexuell betätigen. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Komponente. Ich sehe da wirklich einen Fakt. Also Macht, ja, aber welche Macht? Worüber wollen Sie denn Macht haben? Wie du sagst, mehr Geld. Sie können trotzdem immer diese Angst haben, es zu verlieren. Dieses mehr bleibt, dieses untereinander wegeifern. Wer ist der Erste, der die nächste Potenzschritt höher kommt in der Null nochmal hinten dran? Aber ich denke, diese anderen Dinge spielen mit eine Rolle. Macht unmittelbar über Menschen haben, wie früher Herrscher über ihre Sklaven hatten, über die sie auch sexuell verfügen konnten. Melanie?
Genau, also ich wollte auch nur noch mal, nicht, dass es zu einem Missverständnis kommen ist. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt nur diese Geldgeilheit dahinter steht, sondern schon diese Allmacht. Also weil du gerade gefragt hast, Steffi, mit Macht über was? Also ich denke, dass es wirklich in alle Bereiche reingehen soll, um den Menschen an sich verfügbar zu machen, wie ein Produkt, also eine Nummer. Und nur wenn viele Menschen genau das tun, was sie wollen, haben sie die Macht darüber. Wenn die Menschen nicht mitmachen, haben sie keine Macht. Ne? Also wenn ich sage, nö, da mache ich nicht mit, dann hat der andere über mich keine Macht. Das ist Und das ist vielleicht nicht genau der umsonst, dass Punkt. das Homo Deus heißt. Also das Buch von Yuval Harari, Homo Deus heißt der Gott. Ja, und es sind natürlich nur wenige Götter. Immer. Natürlich, also wenn man sich selbst halt als Gottheit versteht oder über dem Ganzen sieht, also als besser als die anderen, dann ist es ja natürlich klar, dass da das Verständnis davon, wie die anderen Menschen, die das niedere Volk eben zu funktionieren hat, ein ganz anderes Denken hat. Und wir ziehen mit der Politikklasse, die da gerade am Herrschen ist, genau solche Leute groß. Die haben keinen Bezug zur Realität mehr. Und das setzt sich weiter fort. Und mit dem Geld machen sie es einfach nur möglich. Also das Geld soll jetzt nicht, dass sie noch mehr Geld wollen, sondern sie brauchen das, um ihre Macht aufrechtzuerhalten, weil mit dem finanzieren sie alles. Und was ich vorhin sagen wollte mit der WHO, die da alle drinstehen, die sind halt einfach alle von Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds kontrolliert, die Staaten. Also weil da, die Staaten haben alle Schulden. Und wenn eben die Weltbank da sagt, nö, kriegst du keinen Kredit oder ziehen wir hier raus oder musst du hier noch mehr zahlen, ja, dann spielt der Staat halt mit. Und deswegen wird es mit dem Pandemievertrag auch so gesagt. Und die haben ja als Ziel ganz klar, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Bekämpfung, nee, was war das? Leitlinien, Standards und Methoden in gesundheitsbezogenen Bereichen zu entwickeln, zu vereinheitlichen und weltweit durchzusetzen. Also da brauchst du noch nicht mal im Endeffekt eine Änderung von den ganzen Vorgaben, die jetzt schon sind oder dem Pandemievertrag, sondern das steht ja schon als Ziel drin. Also das ist nur eine, also für mich ist das nur ein Mittel zum Zweck mit der WHO, um darüber auf dem politischen Weg ihre Methoden oder ihre Macht auszubauen. Und wer auch immer dahinter steht, also soweit habe ich das Puzzle noch nicht zusammengekriegt. Auf die Frage habe ich keine Antwort. Ja, also es ist ja gerade netterweise, danke Ralf, der Harari gerade angesprochen worden. Ne? Und wenn man Harari sagt, dann ist man gleich beim anderen Begriff, der nennt sich Transhumanismus. Ja, und der hat ja deutlich gesagt, wo das Ziel liegt. Und dann versteht man auch, warum solche Dinge passieren, wie du gerade angesprochen hast, Melanie. Ne? Weil die Erklärung oder die Beobachtung dessen, was du jetzt gerade gerade mit diesen internationalen Organisationen, die im Übrigen alle, die meisten in der Schweiz sitzen, komischerweise, da hat man ja zwar jetzt eine gute Beobachtung, aber keine Erklärung über das, was hier eigentlich läuft. Und Harari ist durchaus mal auch, der legt ja ganz deutliche Spur, wo es hingehen soll, ne? Und das kann man auch in ganz in Begriffen erklären, die eigentlich unauffällig sind. Zum Beispiel Internet der Dinge und die Fortsetzung davon. Das hat ja alles, das ist ja alles ein Prozess im Moment. Auch die das, was die WHO macht und was andere machen, das ist nichts anderes, ein Prozess, der irgendwo hinläuft von dem, was Harari ziemlich deutlich sagt, im Übrigen auch andere, auch gerade aus diesem Bereich World Economic Forum. Und wenn man Transhumanismus, wenn ich jetzt am Begriff Internet der Dinge, kann ich auch prozesshaft fortsetzen mit Begriffen. Und der nächste Schritt nach dem Internet der Dinge ist das Internet der Körper. Und dann sind wir schon ziemlich nah bei Harari. Und da geht's doch glatt und sauber. Also wir sind jetzt im Grunde immer noch in den Grundrechten, dass wir nicht das Gefühl haben, wir verlieren jetzt Thema in diesem Diskussionsfeld. Wir sind immer noch bei Grund- und Menschenrechten ganz dick, nur sind wir jetzt ein Stück weit weg von der WHO, das ist mir jetzt auch klar.
Aber ich denke, es ist so wie in Ordnung. Also wenn man jetzt beim Internet der Körper, das kennen schon manche, das kommt, dieser Begriff, habe ich auch erstmals aus den Kreisen, also Veröffentlichungen im Internet vom WEF lesen dürfen. Ne? Und wenn man sich dann mal, und dann kommt man dem Begriff Transhumanismus schon mal ziemlich nahe. Um was geht's da? Da geht es nicht nur um, da geht es darum, dass Digitalisierung, die im Moment ja voll ausgerollt wird, und zwar drahtlos, drahtlos, niemand hat was gegen Digitalisierung, aber die drahtlose Digitalisierung mit diesen neuen Standards, 5G aufwärts, haben ihre, für mich sind die nichts anderes wie eine omnipotente Überwachungsstruktur mit dem netten Begriff Smart City zum Beispiel. Um was geht's? Es geht um eine Verschmelzung von digitalen Technologien, auch dieser neuen Mobilfunkstandards, mit künstlicher Intelligenz, Biomedizin, das wird dann und diesen neuen medizinischen Verfahren, zu dem auch die Impfungen gehören. Und wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man die Verbindung zwischen allen, der echte Verbindung. Und dann merkt man auch, dass es alles miteinander verschmilzt. Und dann haben wir sowas wie das Internet der Körper. Und das spricht auch ein Herr Schwab vom WEF, aber mehr wie deutlich aus, wo sie hinwollen. Und da haben wir nicht nur eine Abwendung von unseren Grund- und Menschenrechten oder Menschen- und Grundrechten, sondern wir haben eine Abwendung vom Vitalismus. Und das bedeutet, dass wir bisher in der alten Normalität war es so, dass man das Biologische, also auch uns, getrennt hat vom Technischen, vom Technologischen. Und das soll miteinander verschmelzen. Ja. Und da gibt es ja wiederum vom WEF gibt es eine nette Veröffentlichung, ja, oder ein Buch über WEF bekannt gegeben, Nicholas Davies, der hat also mit dem Segen vom WEF, das Buch heißt Gestaltung der Zukunft der vierten industriellen Revolution, ein Leitfaden zum Aufbau einer besseren Welt. Und es geht ja nicht nur um die bessere Welt, da geht es um den besseren Menschen. Und der bessere Mensch ist der, der auf diese Art und Weise verschmilzt mit seinem Körper, ne? Mit Technik, mit KI und mit was ich was allem. Und da sind sie schon ziemlich weit. Ja, leider. Stefanie, Entschuldigung, jetzt komme ich hier durcheinander mit den nächsten. Ja, Schwab sagt an irgendeiner Stelle, gibt es einen Redeausschnitt, das wäre es nicht schön, wenn wir in ein paar Jahren von Hirn zu Hirn kommunizieren würden, also quasi ohne Sprache, nur per digitaler Übertragung. Vielleicht sollte man mal ein bisschen das erläutern mit dem Homo Deus. Also ich habe mir die Bücher auch zu Gemüte geführt. Das Homo Deus habe ich nicht ganz bis zum Schluss geschafft. Aber die Herleitung ist ja quasi von ihm, dass die Teil der vierten industriellen Revolution sein wird, dass der Mensch verbessert wird mit digitalen Methoden, aber auch mit genetischen Methoden. Und da fängt es nämlich schon an. Er geht davon aus, dass man da die Intelligenz des Menschen wird beeinflussen können und seine körperlichen Fähigkeiten, dass man also einen Supermenschen züchten wird. Er sagt nicht, dass das so sein soll. Er geht einfach davon aus, dass es so sein wird, so ganz nonchalant, ja? Als ob da nichts dran zu ändern wäre. Und er geht davon aus, dass in dem Moment, wo dieser Prozess beginnt, es quasi schon für die anderen, die sich das nicht leisten können finanziell, und da kommt doch wieder das Geld ins Spiel, ja? Vielleicht auch für die Reichen oder mindestens Halbreichen, dass in dem Moment, wo dieser Prozess beginnt, praktisch eine neue Evolution beginnt, nämlich das Homo Deus. Also wir haben uns vom Tier zum Mensch entwickelt und jetzt entwickeln wir uns eben zum Gott. Und das machen wir selber mit der CRISPR-Genschere und mit Implantaten. Und wenn das beginnt, ist er der Meinung, dann würde sich unumkehrbar eine zweite Rasse Mensch quasi rausbilden, nämlich die Minderbemittelten, wir, die sich das nicht leisten können. Und in dem Moment, wo das beginnt, und er sieht den Beginn schon jetzt, hätten wir eigentlich schon verloren, weil die anderen ja A, körperlich stärker, B, intelligenter würden und in 100 Jahren könnten wir den Karren eh nicht mehr umdrehen, weil die wären so viel weiter und wir wären so zurück, Ende Gelände. Wir wären dann die Sklavenrasse für immer. Das ist also dem seine Vorstellung von der Zukunft und die finde ich doch extrem
extrem erschütternd. Ich will aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, Eduard. Ja, es ist ein Prozess. Wenn viele sehen, da ist ein Plan und dies und jenes, halte ich für Quatsch. Warum sollten Psychopathen und Narzissten unter sich miteinander klarkommen, wenn sie in der Schulklasse nicht klarkommen? Ja? Da ist eine Vorstellung von, wo es hingehen soll. Und das sind Anführer, Meinungsführer wie der Harari, die irgendwelche Dinge vorgeben. Aber ich glaube nicht, dass das alles so glatt läuft unter denen. Und das ist nämlich dann unsere Chance, wenn die sich miteinander anfangen zu kappeln. Ja? Ich sehe nämlich, dass es ein Prozess ist. Deswegen ist er auch extrem schwer stoppbar, weil wenn das jetzt einer, zwei, fünf wären, dann müsste man die ausfindig machen, die entmachten oder wie es die Französische Revolution gemacht hat. Nicht, dass ich das befürworten würde, aber halt da rausnehmen und dann wäre es das. Nein, das ist es nicht. Da kommen neue Köpfe nach. Es ist ein Prozess, deswegen ist es schwer stoppbar. Aber ich sehe unsere Chance in dem, wenn die sich untereinander nicht ganz grün sind. Mir ist es vollkommen egal, ob ein, ja, wie heißt er, ein Elon Musk jetzt wirklich auf unserer Seite ist oder nicht, solange er das System stört und gegen die schießt und zwischenrein schießt. Und das sind die Dinge, die wir meines Erachtens nützen müssen. Und mit einer ganz klaren Haltung, wir wollen, und jetzt kommen wir wieder zurück aufs Grundgesetz, auf Menschenrechte und auf Grundrechte, wir wollen diese drei Dinge behalten. Wir wollen die haben. Punkt. Und dafür stehen wir dann ein. Und das müssen wir halt probieren, so gut es geht, in diese Lücken rein, die sich ergeben, indem dass die sich nicht einig werden. Und auf lange Sicht hat es ja noch kein totalitäres System geschafft. Der Harari glaubt ja nur, dass es deswegen geht, weil dann sich diese genetische Entwicklung teilt. Selbst da habe ich so meine Zweifel, dass das zwingend dann so ist, dass das nicht geht, weil irgendwas wird dann vielleicht auf der Strecke bleiben. Der Mensch ist nicht so machbar mit Züchtung. Nicht mal Tiere sind so züchtbar mit jeglicher genetischem Eingriff, wie der Mensch sich das denkt. Die leben zum Teil dann nicht lang. Das ist alles noch nicht so doll. Ich glaube also nicht, dass das so einfach geht und dass wir da immer noch eine gute Chance haben, aber halt immer alles nützen müssen, wo wir da in die reingrätschen können, quasi da, wo sich sowas auftut, was die untereinander sich nicht grün sind. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass du auch gesagt hast, es ist ein Prozess, es sind nicht einzelne Leute, die stritten sehen. Es hat seine Vor- und hat seine Nachteile. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Der Harari, also so im Fortschrittsglauben, die Denkweise von dem ist interessant. In dem Buch Homo Deus, da sagt er immer, man sagt dies und das und daraus folgt. Das ist eine Denkschwäche. Normalerweise müsste man sagen, man sagt dies und das, die Wissenschaft oder irgendwas sagt dies und das, stimmt's denn, wäre die richtige Frage. Ist das deutlich? Stimmt's denn, ist die richtige Frage. Und nicht die richtige Frage ist nicht und daraus folgt. Und dann dieses ganze Szenario des Größenwahns zu entwickeln, den der entfaltet. Da ist psychologisch, liegt dort eine Denkschwäche vor. Das muss man deutlich sagen. Und in diese Denkschwäche, da wirken Dinge ein, die ein Mensch gar nicht sagen könnte. Ich bin gar nicht, ich verstehe sofort, warum die für künstliche Intelligenz sind, weil sie selber keine haben. Also, das ist jetzt hart gesagt, aber das ist das Phänomen. Da sind Menschen, die eigentlich unverantwortlich und nicht selbst denken, die keinerlei Verantwortung, keine Empathie, überhaupt nichts erleben daran, bei dem, was sie sagen, sondern und da Dinge in die Welt blasen und da Strukturen in die Welt setzen, die völlig entmenschlicht sind. Deswegen sind die auch für künstliche Intelligenz und nicht für echte Intelligenz, weil sie selber keine echte Intelligenz haben. Das ist das eine Phänomen. Diese Menschen erklären den Homo sapiens für lebensunwertes Leben. Das ist der Hammer. Da ist der Hitler ein Kinderspiel dagegen. Der Hitler hat nur die Juden für unwertes Leben. Die erklären die Menschheit für unwertes. Wir müssen dahin kommen, das zu zeigen, dass das der Fall ist und dagegen uns zu wehren und sagen, es gibt keine Würde des Menschen und beschreiben, dass selbst Folter nichts anderes ist, als die Gehirnströme ungewohnte Bahnen zu leiten.
Ich muss es deutlich sagen, ich hätte ihn gerne bei mir hier und würde eine Riesenapparatur aufbauen, wo wir dann zu zehnt mit seinen Gehirnströmen spielen. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Man muss wissen, das ist Menschenverachtung und das ist Weltverachtung auf einem Niveau. Da ist der Hitler ein Kinderspiel, ein Furz, ein Bubenfurz dagegen. Das ist die Geschichte. So. Was soll man dazu noch sagen, außer dass das fundamental verboten gehört. Ja. Und diese Willensrichtung geht nicht nur im WEF, sondern die geht auch in der WHO. Damit will man die Menschen, ich will mal sagen, man will ja die Körper in die Macht kriegen durch die sogenannten Impfungen und alles, was man da so treibt. Die sogenannten Impfungen, es ist irre, es ist irre. Man löst die Definitionen auf. Man sagt, eine Impfung, was vorher gentechnische Manipulation war, da steht im Gentechnikgesetz an der Stelle, alles ist gentechnische Manipulation, was genauso läuft wie die Impfung, nur nicht bei Menschen. Das ist keine Gentechnik. Also es ist irre, in jeder Weise alles irre. Und das gehört bestraft in einem Stile. Wo die Nürnberger Prozesse auch lächerlich waren. So sag ich das. Ja, so, weil das ist, da ist die Menschlichkeit vollständig außer Kraft gesetzt. Und das muss man einfach so sagen. Und die Hybris, die dahinter liegt, ist irre. Das muss man auch, den einen Punkt will ich auch noch sagen. Der Schwab stellt sich hin und sagt, wir ergreifen jetzt die ganze Welt und unterwerfen alles dem Willen des Menschen. Die gesamte Natur wird vollständig neu programmiert. Die gesamte Natur wird neu programmiert. Es gibt kein Eigenwesen in nichts, sondern alles wird so programmiert, wie wir es für richtig halten. Das ist Hybris, das ist Größenwahn, das ist Unmenschlichkeit, es gibt kein Wort dafür. Und das gehört auf jeden Fall, ich will mal sagen, unterbunden mit allen Mitteln, die irgendwo zur Verfügung stehen. Und unsere Politiker, die dem nachgehen, die haben einfach den Verstand verloren und keinerlei Recht, hier Politiker zu sein. Das ist die andere Geschichte. Jetzt habe ich hier was gesagt. Also, ich muss jetzt auch für uns selber alle miteinander korrigieren, weil wir haben jetzt alle einträchtig gelacht oder gelächelt, aber es gibt zu dem Punkt nichts zum Lächeln und auch nichts zum Lachen. Das muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch deutlich sagen. Und die Superlative, die jetzt der Ralf angesprochen hat, leider in die völlig falsche Richtung, ja, aus dem Menschsein raus betrachtet. Aber vielleicht hat die auch einen positiven Punkt. Vielleicht ist das der Antreiber für uns als Menschheit. Dieses Verhalten, dieses völlig irrationale, dieses völlig irre Verhalten. Aber ich neige jetzt die letzte Zeit dazu. Es gibt ja verschiedene Namen für diese Einflüsse, Kräfte oder was das, wer immer in diese Prozesse beteiligt ist. Schon seit Jahrzehnten, nicht erst seit Corona. Ne? Ich neige dazu. Da gibt's Namen, Transatlantiker, Globalisten oder wie auch immer. Ne? Ich neige jetzt die letzte Zeit dazu, hier anders Etikett zu finden. Die anderen finden ja für uns auch Etiketten, ne? Machen wir es auch mal genauso. Ich neige jetzt dazu, zu diesen Kräften, wer immer das ist, Verrückte zu sagen. Also mit dem Bindestrich dazwischen. Ja, das drückt also in beide Richtungen, ich möchte es auch im doppelten Wortlaut verstanden wissen. Aber vielleicht sind das die Antreiber der Evolution, um das mal ganz allgemein auszudrücken. Ja. Und für die Evolution im Allgemeinen und für die menschliche Evolution im Besonderen. Weil wir würden heute nicht zusammensitzen, wenn es die nicht gäbe, um das Menschliche und die Menschheit insgesamt wieder nach vorne zu treiben, ne? Weil wir sind in einem epochalen Wandel, auch wenn, das kann man durchaus positiv sehen, ne? Und also ich habe da das berühmte oder das legendäre lachende und weinende Auge, ja. Ich freue mich einerseits jedes Mal, wenn wieder so Verrücktheit kommt,
Ja, weil sie, die dient aus aus der Sichtweise raus zu nichts anderem, als dass noch mehr Seelen aufwachen. Ich sage jetzt bewusst Seelen, ja, und nicht Menschen. Das ist nämlich der Wesen von uns, das Wesen von uns, was diese Leute ja gerade auslöschen wollen. Also da ist der Kern, sie wecken gerade, sie sind gerade bei den Kern in uns aufzuwecken. Also auf die, mit der Betrachtungsweise müssen wir denen alle sogar dankbar sein. Müssen wir natürlich nicht, ne? Müssen wir nicht, aber es weckt, das ist, die sind für uns, für mich ein Wecker, nichts anderes wie ein Wecker. Und sie klingeln mittlerweile so laut, dass wir Tinnitus kriegen müssten, ne? Dass wir Tinnitus, und viele kriegen es ja auch, ne? Auch körperlich, ne? Das ist auch ein Zeichen. Aber wenn man aufgewacht ist, muss man auch draufschlagen auf den Wecker, Ja. damit man aufhört. Und an der Stelle sind wir am Zug. Wenn man aufgewacht ist, wenn man aufgewacht ist, dann sind wir am Zug und dann sind wir in solchen Videokonferenzen wie wir jetzt, ne? Oder man ist auf der Demo, oder man sagt einfach, ich mache da nicht mehr mit, ne? Oder wir gründen jetzt in unserer, ich habe es ja schon mal bekannt gegeben, wir gründen jetzt bei uns überall kleine süße Helfergemeinschaften, ne? Da brauchen wir keine große Politik machen, da versprechen sich die Leute gegenseitig, sich zu helfen in einer kleinen Gruppe. Und die Leute wohnen um einen rum. Das ist also ganz nicht schwierig. Und da sehe ich ein hohes politisches Potenzial, was sich daraus entwickeln könnte. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Stefanie. Sehe ich wie du das Potenzial dort. Ich habe gerade gestern wieder irgendeinen älteren Herrn, ich meine, es wäre ein Wissenschaftler, also gar kein irgendwas Soziologisches oder sonst was, mit jemand drüber sprechen hören in einem Interview, dass er es als Evolution ansieht, was gerade passiert. Ja? Als Evolutionsschritt. Und zwar jetzt nicht mal von so arg spiritueller Warte, sondern grundsätzlich. Ja? Und ich sehe das ähnlich. Ich denke für mich oft, ob die Leute vor der Französischen Revolution sich vorstellen konnten, wie sie sich nach der Französischen Revolution gefühlt haben. Also ob der Untertanengeist, der da war, sich vorstellen konnte, wie er sich nachher als Citoyen fühlt. Ich wage es zu bezweifeln. Und ich glaube aber, unser Schritt wird noch eine Nummer größer sein, weil ja auch bei uns mehr Wissen und Entwicklung zusammenkommt. Ich meine, was hat der Mensch sein Wissen und also jetzt nicht nur das platte sachliche Wissen, sondern sein Verständnis des Menschseins selber etc. in den letzten 20, 30 Jahren erweitert. Das ist massiv. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir im positiven Sinne vor etwas stehen, was ein riesiger evolutionärer Schritt ist zu einem anderen Verständnis von Gesellschaft, von Staat, falls es den dann noch gibt. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also ich glaube auch, das hat auf Dauer gesehen seine positive. Oder wir gehen wirklich mit wehenden Fahnen unter und sind komplett weg. Das halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Und insofern ja, wir müssen das positiv begleiten und nicht immer reagieren auf den Irrs, sondern unseres machen. Und wie du da sagst, uns als Baustein in dieser Evolution sehen und als solches auch handeln und nicht nur als Reagierende auf die, die die Evolution nicht machen, weil sie nämlich nicht können, weil sie nämlich nicht die Bildung in deinem Sinne, Ralf, dazu haben, dass sie das machen können. Ja, das hast du gerade eigentlich, hast du mein Stichwort gesagt, mit andere Gesellschaftszüge vorstellen. Also das war das Gleiche, was der Eduard auch gesagt hat. Aber das ist ja genau auch das, was sie nicht wollen. Jetzt stell dir vor, es wären einfach viel mehr Leute, die eben erkannt haben, dass es so in diesen gesellschaftlichen Systemen, wie sie jetzt existieren oder sich eben bis jetzt entwickelt haben, einfach nicht weiterleben wollen, weil jeder nur noch in einem Hamsterrad rennt. Jeder guckt noch, dass er irgendwie Geld verdient, dass er die Kinder irgendwo in irgendeine Schule kriegt, ist froh, wenn die da verräumt sind, weil er dann arbeiten gehen kann, damit er das Essen auf den Tisch bringt und so weiter. Dieses Hamsterrad wird ja für immer mehr zur täglichen Gewalt, das irgendwie zu überstehen. Und immer mehr Leute merken aber, das wollen sie nicht. Jetzt stell dir vor, ganz viele wollen das eben nicht und stellen fest, wir müssen was anders machen. Und die machen das dann einfach. Dann sind natürlich die ganzen Strippenzieher und Hintermänner und die, sage ich jetzt einfach mal, Oligarchen, also die, die alle schön auf der Kohle hocken, haben dann natürlich ein Problem. Und das
ist mit ein Grund, warum das alles passiert. Ich denke auch nicht, dass da zwei, drei Einzelne dahinter stehen und da die Strippen ziehen. Aber ich denke, da werden sich ganz viele die Klinke in die Hand geben und immer wieder springt irgendwo von irgendeiner Seite einer auf, weil es halt gerade bei dem in die Agenda passt. Und umso mehr Leute einfach da aufgeklärter sind, umso weniger Macht haben die anderen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, so sehe ich das zumindest. Deswegen habe ich ja auch das mit der Galerie vorangetreten, dass das einfach Informationen, die man halt sonst einfach nicht bekommt durch den Mainstream oder durch irgendwelche 0815 Zeitungen, Tageszeitungen und so weiter, weil da auch nicht drüber berichtet wird. Und das Informationen sind meiner Meinung nach eine Hohlschuld. Das habe ich zwar auch erst lernen müssen, aber es ist nun mal so. Ich darf niemanden dafür verantwortlich machen. Ja, das habe ich nicht gewusst, hat mir ja keiner gesagt. So läuft der Hase nicht. Und das ist ja genau auch der Punkt, dass viele nicht verstehen. Aber das können sie auch nicht verstehen, wenn schon das Schulsystem sie ja nicht darauf hinweist. Also, das ist ja ein riesiger Kuddelmuddel in die falsche Richtung, um einfach diese Nummer an Mensch mit Macht zu überstülpen und dann macht er das, was er will. Und ich bin da ganz bei euch mit anderen parallelen Gesellschaften sozusagen im Kleinen, wie es ja eigentlich schon heißt, liebe deinen Nächsten. Und damit ist ja nicht gemeint, dass du hier jeden lieben sollst, sondern kümmere dich um deine Haustür. Kehr da und kümmere dich um die Leute, die um dich rum sind. Und das ist die Familie und das sind die Nachbarn. Und das war früher ja auch noch viel mehr, sonst hätten wir es, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht geschafft. Ich meine, da war ja auch nichts mehr da. Und trotzdem ist keiner gegangen, sondern die Leute sind im Land geblieben. Ja, so viel dazu. Ist der nächste. Ja, wo wir jetzt über die positive Seite der Sache reden, ne? Wollte ich noch was hinzufügen. Es gab ja diese Pandemie-Geschichte und dann die Leute, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Und das Interessante ist, dass die Leute, die gesagt haben, da machen wir nicht mit, spontan angefangen haben, ganz andere Handlungsformen zu entfalten wie normal. Normal heißt es, du arbeitest, um Geld zu verdienen. Und plötzlich haben die nicht gearbeitet, um Geld zu verdienen, sondern weil sie einen Sinn in ihrer Arbeit gesehen haben. Also plötzlich war eine Sinnorientierung da und es war selbstlos. Also man hat nicht gefragt, wenn ich eine Demo organisiere, was verdiene ich dafür? Sondern das ging aus ganz anderen, viel tiefer liegenden Kräften, die plötzlich losgingen. Und da hat man gelernt, aus intrinsischer Motivation zu arbeiten und nicht aus extrinsischer, weil man Geld braucht oder gesteuert wird oder ein Arbeitgeber einem sagt, mach das und das, sondern und mit seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und seine eigene Moral und in inneren Kontakten miteinander zu sein und sowas. Das ist ja was, da hat die Grundeinkommensbewegung lange darüber geredet, dass das notwendig wäre und durch Grundeinkommen ermöglicht werden sollte, weil das Geld verdienen dann nicht mehr weil das Arbeiten dann nicht mehr am Geld verdienen hängt. Plötzlich wird hier durch äußere Umständen gewissermaßen eine Welt eröffnet, wo das Arbeiten nicht mehr am Geld verdienen hängt, sondern unmittelbar am Sinn. Das ist der Hammer, was da eigentlich passiert ist, wenn man das so rumsieht, ne? Die Frage ist, wie weit das verstärkt werden kann. Und für mich ist es tatsächlich wie beim Abitur. Die Hürden sind selbstverständlich hoch, aber wenn man es dann geschafft hat, steht einem ein neuer Raum offen. Das ist natürlich beim Abitur völlig bescheuert, aber in der Wirklichkeit ist es so. Die Hürden liegen hoch und wenn man sie bewältigt hat, steht ein neuer Raum offen und völlig neue Dinge können plötzlich möglich sein. Das Problem ist, was passiert mit den Leuten, die Hürde nicht nehmen oder was passiert mit den Menschheitsanteilen, die Hürde nicht nehmen und sich dann niederreißen lassen. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Gebiet. Das wollte ich hier nur dazufügen. Sehr schön. Damit hätten wir den praktisch den Titel des Videos, die positive Seite der WHO. Wir haben jetzt schon ganz lange gesprochen. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt eine Stunde. Stunde, ja. Eine Stunde. Also wir könnten jetzt so, ich will mal sagen, wenn jetzt noch was ganz Wichtiges ist, dass man es dazufügt oder auch tatsächlich daran denkt, dass man zum Ende kommt. Die WHO und ihre Gegenkräfte. Ja, wir. Und, WIR. oder WHO, nein, wie, nein. WER. Genau, aber eigentlich WHO gegen wir und nicht wir gegen die, weil das ist der falsche Ansatz. Wir müssen unser Ding machen. Ich sage es nochmal, ganz wichtig. Also ich möchte, wenn es jetzt auf den Schluss geht, gerade in dem Zusammenhang vielleicht, also wir lernen jetzt wieder zu denken. Ne?
Also nicht nur der Einzelne machen sowieso, aber ich glaube in einer beträchtlichen Masse und wir lernen auch zu denken in einer beträchtlichen Vielfalt. Also wir kommen aus dem Entweder raus zum sowohl als auch. Das ist eine. Aber was mir noch wichtiger ist, ist die Beziehungsebene, die jetzt immer mehr ins Bewusstsein dringt. Die Beziehungsebene Mensch zu Mensch und auch Mensch zum Ganzen, ne? Mensch zum Ganzen. Beziehungsebene zu mir selber in erster Linie. Immer öfter höre ich, ja, man müsse uns erstmal selber um uns selber, ne? Man müsse reinwerden in uns selber. Und ich sehe auch, dass da mancher Ballast gerade rausgeht. Und zwar bei Menge Leute, die um mich rum sind. Und dann geht es um die Beziehung zu den anderen Menschen. Ja, zu mir selber und dann ändert, also Beziehung zu anderen Menschen, die kann sich ja damit auch ändern. Und dann geht es um die Beziehung zu meiner Mitwelt. Und jetzt kommt für mich würde ich jetzt gerne noch loswerden, ganz kurz, ein Lösungsmuster liegt bei mir, obwohl ich jetzt nur vom Mensch gesprochen habe, auch wo ganz anders noch. Da ist der Mensch auch in einer gewissen Weise abhängig, nämlich von der Struktur, in der der Mensch lebt. Und da sind wir ja gerade dran, uns Gedanken zu machen um die Struktur, um die Staatsstruktur, um die Struktur des Ganzen. Und die Struktur stelle ich mir so vor, dass das Ganze auch das kleinste Teil repräsentiert und das kleinste Teil das große Ganze. Und dann haben wir Beziehung, eine Beziehung zu allem, zum Großen und Ganzen und eine Beziehung zum Kleinsten. Und das ist für mich wichtig, dass das jetzt auch das, was wir hier machen, wenn wir uns um die Verfasstheit des Staates überlegen machen, dann machen wir uns gleichzeitig über die Verfasstheit von uns selber Gedanken, ne? Und versuchen das umzusetzen. Wenn wir das große Ganze umsetzen, setzen wir auch das Kleinste auseinander. Und das verfügt sich dann, verbindet sich dann durch die Beziehungsebene mit allem. So weit, so gut jetzt von meiner Seite. Da hast du vollkommen recht. Da möchte ich jetzt auch was dazufügen, weil wir haben ja nicht nur die Machtentfaltung der WHO und so weiter und so fort, sondern wir haben auch diesen unglaublichen Zweifel daran, eigentlich an unserer Naturauffassung. Ich will es mal vorsichtig sagen. Die ganze Welt geht kaputt, das Klima geht kaputt und so weiter und so fort. Das kann ja alles stimmen. Aber das Problem ist, warum gehen die kaputt, wenn der Mensch die Ursache ist, ne? Deswegen, weil wir gar kein echtes Verhältnis zur Welt gefunden haben. Also es ist nicht nur das Verhältnis zwischen Menschen, sondern das Verhältnis zum Ganzen ist das Problem. Und da hat die Natur, und da wäre eigentlich die Naturwissenschaft diejenige Instanz gewesen, die das Verhältnis zum Ganzen hätte klären müssen. Und wenn die Naturwissenschaft uns wirklich die Welt erklärt hätte, dann wären wir im Bündnis mit der Welt. Weil immer, wenn man was verstanden hat, dann ist man mit den Dingen im Bunde. Und wenn man sie nicht verstanden hat, vergewaltigt man sie. Und die Naturwissenschaft hat uns die Welt nur so weit erklärt, dass wir zwischen die echte Natur und uns die Welt der Maschine setzen und durch die Maschine unsere niedersten Antriebe mit vermillionenfachter Kraft in die Welt reingreifen und dadurch geht die Welt kaputt. Das Problem ist nicht das Klima, sondern das Problem ist das Denken über die Welt, welches in der Naturwissenschaft in völlig abartiger Weise, ich will mal sagen, fehlgeleitet wird. Es hat nie eine Geburt der Materie aus dem Nichts stattgefunden. Es hat nie die Geburt des Lebens aus der Materie stattgefunden. Es hat nie die Geburt des Bewusstseins aus dem organischen Leben stattgefunden, wie das in der Naturwissenschaft erklärt wird. Die gesamte Naturwissenschaft ist ein Lügengebilde, welches dem Mittelalter, dem Hexenwahn im Mittelalter entspricht. Und darüber besteht noch gar kein Bewusstsein. Das ist die nächste große Revolution, die sein muss, dass wir nicht nur das Verhältnis untereinander, sondern das Verhältnis zur Welt klären, damit wir endlich, weil wir sie verstehen, mit ihr im Bunde leben können. Und das ist das Thema, über dieses Thema bin ich auch Autor. Da kann man lesen, Gedanken vom Kosmos, Ralf Oes oder sowas, auf die über dieses Thema würde ich wahnsinnig gerne Vorträge halten. Das Problem ist, dass für dieses Thema sämtliche Ohren noch verschlossen sind. Aber das war jetzt hier an dieser Stelle noch. Ralf, da muss ich dir aber widersprechen. Nicht die ganze Wissenschaft,
sagt, dass das alles so sei. Die vernünftigen Wissenschaftler sagen, wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen und vielleicht können wir es nie wissen, wie das Leben entstanden ist. Das sind auch nicht hier vernünftig. Die haben noch nicht begriffen, was Erkennen ist und wie man überhaupt... Wie der Geist, ja doch, das glaube ich schon. Wie der Geist entstanden ist, doch. Also da gibt es schon welche, mit denen du auch gut reden könntest. Aber ich widerspreche. Stopp, das war es gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Eigentlich wollte ich sagen, was mir gerade eingefallen ist, ich habe vorhin diesen Mann erwähnt, der da gesprochen hat von Evolutionsschritt. Ja, der hat nämlich genau das gesagt. Wir haben uns gegen die Natur und gegen die Evolution und gegen die Welt gewandt. Und jetzt ist eine Phase dessen, wo wir uns dem anpassen müssen. Ja? Und das ist das, was wir ja gerade auch machen und was wir ja auch gerade wollen. Und die anderen wollen sich nicht anpassen. Die wollen sich immer mehr versuchen, unabhängig davon zu machen. Aber als meinen letzten Gedanken in der Runde, dann wollte ich noch was anderes anbringen. Und zwar, mein Hobby ist ja auch, mich mit der Anthropologie zu beschäftigen und mit Archäologie. Und ja, der Mensch hat sich seit der Steinzeit ja eigentlich nicht entwickelt. Wir haben dasselbe Hirn seit damals, dieselbe Kapazität zu denken und zu fühlen. Trotzdem haben wir uns ja entwickelt. Es hat sich ja was verändert. Was sich verändert hat, ist das, was gedacht wird. Nicht wie, aber das, was gedacht wird. Und die Ideen und die Strukturen, die wir gebildet haben, da hat sich was verändert. Und da muss es auch Entwicklungssprünge gegeben haben. Das ist nicht nur so ein fließender Prozess, wenn man das so beobachtet, also wie man das heute so sehen kann, in dem, was man darüber weiß. Da gab es auch Sprünge immer wieder. Und ich glaube eben auch, vor so einem Sprung sind wir. Wir werden uns nicht körperlich ändern, wie die meinen, aber wir werden uns in dem, was wir denken, und vielleicht auch, was wir fühlen, ändern, einen Schritt machen, einen evolutionären Schritt machen, aber wieder zurück zur Welt und nicht weg von der natürlichen Welt, zurück zur Natur, zurück zum Kosmos. Ja, also ich denke, Wissenschaft, wie wir sie heute verstehen, ist recht und gut, aber da fehlt, die Ratio ist ja nicht alles. Ja. Und wenn ich, Ralf, wenn du von Kosmos sprichst, dann spreche ich eben auch ich habe ja vom großen Ganzen gesprochen. Und das ist für mich auch, das ist der Kosmos. Aber da gehört noch ein ganz wesentlicher Faktor dazu und den braucht man nicht denken. Ich denke, da reicht es aus. In der Naturwissenschaft wäre es vielleicht besser, Frage zu stellen, also die sokratische Methode, das ist ja Wissenschaft, ja, anzuwenden, also Fragen zu stellen. Und die andere Komponente ist einfach Hand aufs Herz. Und ich glaube, das macht Wissenschaft ist gut und recht, Nachdenken ist auch wichtig und gut. Aber ich denke, wir müssen aus diesem mechanistischen Weltbild, was ja uns die Wissenschaft vorgaukelt, rauskommen und eben das Ganze sehen, den Kosmos in uns, auch vielleicht Gott in uns sehen. Und da liegt bei für mich die Antwort in der persönlichen Weiterentwicklung, da weiterzukommen. Wenn ich irgendeine Frage hier aufmache, habe ich und versuche Antwort zu finden und habe sie dann habe ich die Vielfache an Frage mehr. Ja, und dann entscheide die Zeit, wie das Spielchen weitergeht. Ne? Und dann noch ein Wort, aber dann bin ich still. Wir sind schon wieder dabei, in die Hölle abzurutschen. Ne? Ich glaube, wir waren uns ja vorhin einig, dass es alles gut wird. Ne? Und damit bin ich jetzt wirklich ruhig. Damit sollten wir, glaube ich, auch schließen. Ja, das finde ich auch. Also ich kann mich auch dem ganzen letzten Teil jetzt hier nur vollkommen anschließen. Ich glaube, wir sind in die richtige Richtung unterwegs und mit dem Herz und dem Fühlen ist es, glaube ich, das Einzige, wie es machbar ist. Denn da merken wir einfach, dass wir miteinander verbunden sind. Und umso stärker wir miteinander verbunden sind und dieses Zusammengehören, dass wir gemeinsam stark sind, auch wiederentdecken und immer mehr leben von sich heraus, umso weniger werden wir Regulation von oben brauchen und umso weniger ist dann notwendig. Also es ist ja eigentlich schon schlimm genug, dass Menschenrechte in Worte gefasst werden müssen, um sie auf Papier zu bringen, damit die Menschen das nicht vergessen. Genauso gilt es ja natürlich auch fürs Grundgesetz. Und wenn wir das alles bewusst verinnerlicht haben, brauchen wir das nicht. Das ist so mein Ziel irgendwann mal. Ob ich es erlebe, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie alt ich werde, aber ich hoffe, meine Seele hat irgendwann dieses Ziel erreicht. Aber
Ja, genau so geht's. Aber jetzt geht es ja auch erstmal darum, die Leute ein bisschen wach zu rütteln. Und das geht natürlich nur über die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufklärung darüber, was wichtig ist. Und das muss einfach in die Grundstrukturen rein. Und mit dem Herz, wie man so schön sagt, ist das einfach am besten machbar. Also da bin ich ganz bei euch. Und wisst ihr was? Auf der Ebene können die nicht mit uns konkurrieren. Die haben die nämlich nicht. Richtig. Du siehst nur mit dem Herzen gut, Exupéry. Ich danke für dieses schöne Gespräch.